Ja, hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du reinschaust. Heute habe ich eine kleine Libelle mitgebracht, einen kleinen Oldtimer hier. Richtig niedlich, hier eine Fernbedienung, wo so Batterien reinkommen. Eine lange Antenne habe ich dran, 27 MHz. Hier muss ich es einschalten, die ganze Sache. Und da wird das auch darüber aufgeladen, das Vieh. Gucken, ob was passiert. Hier habe ich eine Ladebuchse, 15 Minuten. Musste ich das Ganze aufladen, natürlich das Ganze ausschalten und hier schalte das Ganze ein. Sofort fängt eine Lampe hier an zu leuchten, zeigt mir, dass das Ganze betriebsbereit ist. Ja, dann habe hier so zwei Schalter. Einmal hier, da habe ich Gas, das fängt an zu flattern und hinten, ja, habe ich hier diesen Heckrotor, der über eine Art Kreisel funktioniert. Da fing ich schon an zu hantieren. Da kann ich nämlich das Ganze ein bisschen trimmen, das ist ruhig. Genau, ich kann dementsprechend hier links oder rechts Gas geben oder dem quasi wie so ein Hubschrauber quasi nach links oder rechts eben halt gedrückt werden. Da ganz einfach hier das Teil. Fliegt jetzt nicht mal ganz so schnell oder die Frequenz ist nicht mal ganz so hoch, weil eben der Akku schon ein bisschen leer ist. Das heißt, ich muss das Ganze aufladen wieder und wichtig noch einmal, dass ich das Ganze bei Windstille fliege, weil wie gesagt, wenn ich Wind habe, dann wird es mir immer zur Seite gedrückt. Ich habe solche Strömungsabrisse, das ist dann nicht ganz toll. Ja. Gibt es wie gesagt nicht mehr. Viele haben es dann auch weggeschmissen, weil es vielleicht auch ein bisschen filigran ist. Es gibt auch noch andere Flügel dazu, da muss man aufpassen, wenn man die montiert, dass man sie richtig rum macht, die Flügel, weil zwei Paar gehören oben hin und zwei unten hin. Ich habe die dazu mal verdreht, eingebaut und das Ganze nicht funktioniert. Okay, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Teil jetzt fliegt. So, jetzt wollen wir mal die Libelle fliegen lassen. Allerdings wirklich jetzt eigentlich wirklich totaler Unsinn. Und das seht ihr dann jetzt selber hier. Kommt der Wind, bläst zur Seite weg. Wir probieren es einfach mal hier. 27 MHz, wir warten jetzt mal ab, bis gerade hier so ein Wind-Dings weg ist. Und was für ein Wind hin ist hergetrieben. Gerade hier eine richtige Böe, eigentlich kannst du es vergessen hier. Ihr habt gesehen, das Teil hat richtig funktioniert. Wir müssen jetzt mal kurz abwarten, bis hier die Böe weg ist. Ich habe es jetzt auf Expert gestellt. Expert ist eben hier da. Ja, sie klatscht dann halt runter. Ja, also wir haben halt Wind. Das ist das Problem. Aber jawohl, sehr schön. Sie liebt mich. Ihr habt gesehen, so segelt sie nach unten. Einmal. Ja. Ja, hier lenke ich natürlich nach rechts und links. Ich gebe jetzt Vollgas. Herrlich.
Patsch. Noch einmal im Expertmodus. Also wird langsam flügellahm hier. Akku ist alle. Wie gesagt, tolles Teil, macht ihr Zeug noch. Ja, der Akku ist nicht mehr ganz so fit. Das heißt, wir machen das ganze Teil aus und ja, vielen Dank fürs Zuschauen.